Hallo zusammen. Ich hoffe, meine Brille blendet nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Nepomuk seht. Den habe ich für Noah auf dem Flohmarkt gekauft. Der ist aus Holz. Wunderschön. Und wie schon gesagt, er heißt Nepomuk. Vielleicht filme ich euch irgendwann mal, wie Noah Nepomuk sagt. Na egal. Ja, es geht jetzt, heute, hier, um das Thema, lass es mich selber lernen. Und zwar habe ich schon mal in irgendeinem Video erwähnt, es gibt ein Buch von Emmy Pickler. Es ist auch eine Waldorfpädagogin und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, lass mir Zeit, es selbst zu lernen. Und das ist ja auch die Methode oder eine der Methoden, die wir, die Stefan und ich, in unserer Erziehung anwenden. Und wie der Satz schon sagt, heißt es, Noah wird zu nichts gezwungen und ich übe auch nicht viel mit Noah. Also praktiziere das jetzt eigentlich erst seitdem Noah ein halbes Jahr alt ist, weil ich weiß nicht, in der Schwangerschaft war ich nicht so offen für solche Themen, aber dann ist das Kind da und plötzlich geht's los. Und bei irgendeiner Krabbelstunde fragt dich dann irgendjemand, Mensch, dreht sich deiner schon? Kann dein Kopf halten? Legst ihn ab und zu auf den Bauch? Rollst du ein bisschen mit ihm? Und man wird mit sehr, sehr vielen Kursen konfrontiert. P-Kipp. Und extrem viel, meiner Meinung nach, Mist. Völlige Überforderung für das Kind. Früher sind Kinder aufgewachsen. Es gab ja auch früher viel weniger ADHS und viel weniger Probleme mit Kindern. Es lag natürlich auch in einer strengeren Erziehung und den Übermensch-Vater, also den dominanten Kern in der Familie, der irgendwie alles dominiert hat. Das gibt es heutzutage ja auch nicht mehr oder nicht mehr in sehr vielen Familien. Wir wollen ja jetzt eigentlich alle sehr gerecht mit unseren Kindern umgehen und wir wollen sie ja auch nicht beherrschen. Aber es ist dennoch so, dass wir unsere Kinder völlig überfordern, indem wir ihnen schon mit ein paar Monaten, sind ein paar Monate alt und direkt müssen sie sich nackt ausziehen und in irgendeine Gruppe mit irgendwelchen Kindern und irgendetwas erreichen. Das heißt, wir drillen unsere Kinder eigentlich ab dem Moment, wo sie auf der Welt sind oder ab dem Moment, wo wir das für oder irgendwelche Bücher das für richtig halten. Wir waren nur in einer Krabbelgruppe. Jetzt haben wir uns natürlich abgemeldet, weil Noah in den Kindergarten geht und das war einmal in der Woche. Und diese Krabbelgruppe bestand darin, dass wir, das war praktisch so, dass das Praktikum für den Waldorf-Kindergarten. Also die Kinder wurden da schon ein bisschen auf die Waldorf-Pädagogik aufmerksam gemacht. Und wir haben dann mit den Kindern gesungen und verschiedene Singspiele gemacht. Wenn irgendjemand Interesse an solchen Spielen hat und nicht weiß, wie er das anwenden soll, werde ich das gerne in einem separaten Video filmen. Das müsst ihr mir nur sagen. Und dann wurde gemeinsam gefrühstückt in dieser Krabbelgruppe. Auch gemäß Waldorfpädagogik, sich die Hände gewaschen und so weiter. Und dann hat man sich verabschiedet und dann ist man irgendwann mittags nach Hause gefahren, also von 9 bis 12. Und das war sehr schön und stressfrei für die Kinder. Und sonst habe ich nichts mit Noah gemacht. Ich bin weder zu einer Gymnastik, noch zum Kinderturnen, noch zu P-Kipp, noch zu vormusikalischer Geschichte, diesem ganzen Krimskrams, ist meiner Meinung nach nicht nötig. Meiner Meinung nach absolut nicht notwendig, sondern es reicht vollkommen aus, wenn man zu Hause den Kindern ein paar, also wenn man selbst musikalisch ist, wir spielen sehr viel Gitarre mit Noah. Noah hat schon seine eigene kleine Gitarre und er spielt immer mit Papa zusammen. Oder wir haben so einen Schellenkranz, mit dem wird gespielt oder eine Rassel oder ein Xylophon, alles was er selber machen kann, was ich ihm aber nicht sonderlich zeige. Beziehungsweise ich ahme es vor, also ich mache es vor und Noah kann es, wenn er möchte, nachmachen. Und der Satz, lass es mich bitte selber machen, heißt, ich lasse es ihn wirklich alles selber machen. Ich habe mit Noah nicht ein einziges Mal laufen gelernt. Ich habe ihn mit 4, 5 Monaten, habe ich immer versucht, dass er sich dann dreht, ne, und dass er das und das kann. Damit habe ich dann mit meiner Schwiegermutter ein langes Gespräch geführt. Sie hat mich dann auf dieses Buch aufmerksam gemacht.
Und seitdem praktiziere ich mit nur nichts mehr. Also das heißt, das Laufen lernen, es ist tatsächlich so, die Kinder stehen einfach irgendwann von alleine auf und laufen los. Also erst kommt die Hangelphase, Krabbel, Robben und die ganze Geschichte. Also erst Robben, dann Krabbeln. Und irgendwann ist Noah dann aufgestanden und ist dann von dem einen Sofaende zum Fernsehtisch gelaufen. Und ich, die Kinnlade fiel mir runter, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ne? Noah hat sich auch viel Zeit gelassen. Er ist, glaube ich, erst so mit 15 oder 16 Monaten gelaufen. Ach Quatsch, viel Zeit. Es ist absolut okay. Und wenn er mit 18 Monaten noch nicht gelaufen wäre, hätte ich mir auch keine Sorgen gemacht. Das macht die Natur von ganz alleine. Ne? Sonst könnten wir alle nicht laufen. Und genau das Gleiche habe ich mit dem Essen gemacht. Ich habe ihm immer Löffel und Gabel hingelegt und ich habe ihm das nie gezeigt. Er hat das dann irgendwann alleine gemacht. Er war dann völlig versaut, aber davon muss man einfach ausgehen, wenn Kinder Sachen selber probieren. Und Noah ist, oh, ich will euch da echt nicht anlügen, aber bestimmt schon, da war der erst 11 oder 12 Monate, da hat er schon komplett alleine gegessen mit den Händen und bestimmt seit einem Dreivierteljahr ist er mit Löffel und Gabel völlig eigenständig und er kriegt jetzt sogar zu Mahlzeiten, wo es nicht viel Soße ist, zieht er sogar überhaupt kein Lätzchen mehr an und dann isst er einfach so. Und wenn er ein Lätzchen anzieht, dann ist das so ein Lätzchen von Baby Björn und zwar ist das ein Auffanglätzchen. Das heißt, er kann die ganze Zeit essen und das ganze Essen fällt dann da rein und dann kann er sich das wieder rausnehmen und selber weiter essen. Also wir haben ihn da komplett alles alleine machen lassen. So handhaben wir das eigentlich mit jeder Sache. Ob es mit dem Zähneputzen, nur putzt jetzt alleine die Zähne. Ich putze zwar noch nach, aber grundsätzlich macht er das alles alleine. Was gibt es noch für Beispiele, wo ich ihm... Ich habe ihm ja eigentlich nie irgendetwas beigebracht, das Sprechen. Wir haben nie irgendwas geübt. Noah spricht 6 Wortsätze, habe ich mir sagen lassen. Also ich habe es jetzt nie so gezählt, aber wo man mir dann davon erzählt hat, habe ich da mal drauf geachtet und das macht er tatsächlich mit seinen 2 Jahren. Mit 22 Monaten fing er plötzlich an zu quatschen. Erst Worte, dann 2 Wörter und das wurde jetzt immer besser, weil wir einfach sehr viel reden, Stefan und ich. Wir reden und reden und reden. Vielleicht ist das das Geheimnis unserer Beziehung. Ich finde, das ist ein sehr großes Geheimnis. Es ist ein offenes Geheimnis. Wenn man mit seinem Partner wirklich gut reden kann und man auch viel redet, ich würde sagen, das ist das Rezept der Liebe. Aus meinen Erfahrungen her, ich habe natürlich einige Beziehungen vorher gehabt, aber die 7 Jahre, die ich jetzt mit Stefan zusammen bin, ich kann wirklich nur sagen, wir reden noch genauso viel wie beim ersten Date. Egal, ob wir spazieren gehen, essen gehen, zusammen kochen, zusammen irgendwo sitzen, abends zusammen Fernsehen gucken, abends zusammen lesen, es wird immer gesprochen dabei. Und das tut mir wirklich gut, weil ich weiß, ich kann meinem Mann alles sagen. Also, ich finde, das ist ja voll das Beziehungsvideo. Ich mache jetzt einen Cut. Wir wollen jetzt über Kinder reden. Über selber machen, genau. Selber machen. Ja, dann hat er auch so ein Holz-Vierrad, also es ist ein Dreirad, aber vorne sind ganz eng so 2 Räder zusammen und das haben wir ihm auch nie gezeigt und er hat jetzt erst mit seinen 2 Jahren, jetzt fängt er erst richtig an, mit diesem Auto rumzufahren. Er hat es zum ersten Geburtstag bekommen und jetzt geht das erst los. Und genauso ist es bei allen anderen Sachen, ob er mit seinen hier diesen Lego Duplo, diesen Baustein, das baut er alleine zusammen, Papa macht's vor, er macht's nach. Und genauso ist das bei allen anderen Sachen. Mit dem Schuh anziehen, das habe ich ihm nie gezeigt. Er zieht die Schuhe selber an. Also praktisch diesen Druck, den wir Eltern haben, dass wir unseren Kindern unbedingt etwas beibringen wollen oder wir den Zwang haben, es zu müssen, das kann man eigentlich komplett lassen. Denn eigentlich ist es nicht resilienzförderlich. Das Thema Resilienz habe ich ja schon hochgeladen. Es macht unsere Kinder schwach, es lässt sie irgendwann aufgeben, weil wir immer nur reden und reden und reden. Ihr seht, ich rede nicht viel mit meinem Kind, ich rede nur auf YouTube. Nee, Spaß beiseite. Klar, ich rede sehr viel mit Noah. Aber auch hier möchte ich einfach den Müttern Mut machen, die Interesse daran haben, ihr Kind natürlich zu erziehen. Lasst euer Kind einfach in Ruhe. Beobachtet es und wenn es Hilfe braucht, hilft ihm. Aber es muss nicht alles immer gemacht und getan werden und irgendwas. Ja. Das wollte ich euch einfach nur sagen. Ganz locker aus der Hose. Ne? Nee, Puh. Sagen wir Tschüss? Wir sagen Tschüss. Adieu.